Auftritt beim ESC, so geht es Salvador Sobral nach Herzorb. Salvador Sobral, 28, ist zurück auf der Bühne. Der schüchterne Musiker gewann vergangenes Jahr den Eurovision Song Contest mit seiner Ballade Amape los dois und holte den ESC in sein Heimatland. Normalerweise tritt der Gewinner des Musikwettbewerbs ein Jahr später noch einmal mit seinem Siegertitel auf. Bei war sein Auftritt jedoch ungewiss. Der Grund: Er musste sich einer Herzop unterziehen, doch inzwischen ist der Sympath wieder so fit, dass er performen kann. Wie meisterte der Portugiese sein Bühnencomeback? Seine Fans können aufatmen, auf der Bühne war bei von den Strapazen der letzten Zeit nichts mehr zu sehen, er machte einen sehr guten Eindruck. Zunächst trug der 28-Jährige seine neue Single Mano a Mano vor und verzauberte das Publikum erneut mit seiner Schmachtstimme. Danach gab er noch seinen ESC-Titel zum Besten. Ihn begleitete der brasilianische Sänger und sein Idol Caetano Veloso. Vor seinem Auftritt traf Backstage auf den deutschen Teilnehmer Michael Schulte, 28, der den Moment mit einem Schnappschuss festhielt und auf seinem Instagram-Account teilte. Es ist mir eine Ehre, den Vorjahressieger und großartigen Sänger zu treffen. Es ist schön zu sehen, dass es dir besser geht, schrieb der Rotschopf zu dem Big.